Einen wunderschönen, und da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wir haben uns gerade, haben gerade das ausgepackt und dann haben wir auch noch die Hardware uns angeguckt. Und jetzt machen wir natürlich einen Hardware-Check. Und dafür nehme ich jetzt einfach mal meinen Odin-Controller. Und den packen wir jetzt hier einfach mal rein. Steht da vielleicht eine Erklärung, wie wir da drin packen sollen? Nicht. Dann einfach drauf zu. Machen wir jetzt hier einfach mal so rein. So. Und das da auch rein. Und das mal, ich zoome mal ein Stück weg, damit da hier nicht. So, und das hier drüber. So einfach geht das. Ist ja simpel. Ich habe jetzt gedacht, das wird hier eine mördermäßige Fummelei, aber... Das geht hier alles recht simpel. Das fährt schon? Ist ja krass. So, noch ein bisschen nachziehen hier. Hier muss ich auch noch ein bisschen nachziehen. Können wir einfach so. Dann nehme ich so ein bisschen den schwarzen Rand. Möchte ich gerne noch sehen. Innerhalb des schwarzen Case. Ich zeige euch da gleich, wie ich es meine. So. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das meine. So, seht ihr das praktisch, das Schwarze außenrum? Das seht ihr jetzt nicht. Aber dass ich halt hier noch so ein bisschen schwarzen, warte, ich mach mal so weg, dann seht ihr das da. So, wieder ran, dass ich so ein bisschen schwarze Linien da auf diesem blauen habe. So, jetzt machen wir hier noch. Ja, hier oben sitzt das jetzt ein bisschen locker, ja, das ist klar. Das ist klar, aber hier sitzt das fest. Der Knopf ist auch ausgespart, also... Oh, hier muss ich noch ein bisschen rüber. Der Optionsknopf ist nicht richtig frei. Ach, so, jetzt. Achso, hier muss ich auch noch so ein Stück rüber. So. Nein, noch nicht ganz. Nicht ganz. So. So, jetzt aber. Ungewohnt. Ist ungewohnt. Ist ein sehr ungewohntes Gefühl. Ich hatte ja auch schon mal so Thumbnail-Sticker drauf hier, die wir nachher auch noch anbauen werden. Die waren für mich im ersten Augenblick auch ungewohnt, aber... Oh, ein bisschen Gänsehaut. Liegt gut in der Hand und... Ha. Hat was. Die Knöpfe sind jetzt halt nicht mehr so ganz so raus wie hier. Hier hat man ja nur den Knopf. Also da muss ich jetzt mal gucken, wie das jetzt über längere Zeit hinweg ist. Aber auch mit dem Steuerkreuz ist das, finde ich, sehr angenehm. Das hat mich immer gestört beim Steuerkreuz, weil das immer so weit rausgehoben war. Das finde ich jetzt angenehmer. Mit den Knöpfen muss ich gucken, aber das, ich denke mal, das geht.
Also mit einem Steuerkreuz finde ich sehr angenehm. Ah, doch, der fässt sich schon cool an. Aber es ist sehr dunkel. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass es was heller ist. Ja, in der Aufnahme kommt er jetzt ein bisschen hell rüber, aber er ist etwas dunkler. Also er ist dunkler als auf den Bildern, aber nichtsdestotrotz fässt sich geil an und gibt wirklich ein geiles Tragegefühl, wenn man den jetzt so festhält. Weil ich halte ja mal hiermit fest und durch diese... Noppen. Bin doch noch auf den Namen gekommen, durch die Noppen hält sich das sehr gut fest. Also da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt im Einsatz schlägt, aber finde ich schon mal sehr geil. Finde ich sehr geil. Kann ich echt nur sagen. Also ich werde euch da auf dem Laufenden halten, auf jeden Fall. Ich werde das jetzt erstmal eine längere Zeit benutzen und dann kann ich euch da mehr zu sagen, wie das jetzt so ist auf längere Zeit. Aber bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Ja. Und dann würde ich jetzt sagen, machen wir hier erstmal einen Schlussstrich. Oh, hier habe ich nicht richtig. Ach so, das ist nicht. Ah, okay. Das ist alles so angepasst, dass es wirklich so ist, wie es sein soll. So. Muss überall so ein bisschen Lücke sein. Und hier war keine Lücke. Ha. Kann man sich aber alles so hinziehen. Ja, so ist es schön. Finde ich sauge. Also verarbeitet erst Sahne, erst Sahne, erste Sahne, Mensch. Also wirklich erste Sahne. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Ach so, ja, gibt ja kein Problem, weil da ist ja nicht zu. Seht ihr ja. Also wird da dann trotzdem Alarm. Ladet. Geile Sache. Also das ist echt eine geile Sache. Achso, seht ihr jetzt Scheiße, wa? Könnt mal ranzoomen, gucken, ob ihr das vielleicht seht. Da steckt er jetzt drauf. Und hier leuchtet praktisch eine LED. Und so hier unten und Mensch, hier unten und hier oben drauf. Die beiden leuchten für beide Controller sozusagen. Also ohne Probleme funktioniert einmal frei. Kann ich echt nicht meckern. So. Und dann würde ich sagen, dann wartet und dann bleibt auch noch dran, weil im nächsten Videos kommt, in dem nächsten Video kommt die Thumbnail Trigger einmal für Xbox und einmal für PlayStation. Ich weiß jetzt nicht, welcher für Xbox, welcher für PlayStation ist. Ach, der ist für Xbox 1. Und der wird dann, denke ich mal, für PlayStation sein. Wo da der Unterschied ist, werde ich mal gleich versuchen rauszufinden. Bis dahin sage ich Ahoi, sagt euer Odin.